Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lego, der Herr der Ringe. Ja, ist ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe auch letzte Woche oder so, war ein bisschen blöd, da habe ich ein paar Videos ausgelassen und so, aber irgendwie, weiß nicht, habe ich das zeitlich alles nicht geschafft und ein bisschen verpeilt und so war ich und ja. Ich habe mir selber in den Arsch getreten, seht gerade, wir sind am Anfang, ich habe mir selber auch wieder in den Arsch getreten, weil ich, ja, wieder blöd war. Und die Stundenparts und sowas, die haben mich nachher wirklich ein bisschen gekillt und sowas. Und ja, das ist halt alles ein bisschen blöd. Ich bin gerade hier und will das Ding finden. Ich weiß auch nicht genau, wo ich das finde. Und Armin schreibt, hallo YouTube. Hä? Warum kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt. Ich weiß nicht genau, wo ich den Typen finde, aber ich glaube, es ist einfach wirklich, weiß ich nicht wo. Da drin glaube ich nicht, weil da drin haben wir schon Sachen gemacht. Aber ja, ich habe mir jetzt überlegt, wir machen einfach von Gebiet zu Gebiet wieder weiter, weil, ja, das andere ist halt alles super kacke. Da wollten wir auch noch hin, zu den Typen, ne? Aber für den Typen müssen wir, gehen wir hier hin, das ist glaube ich kürzer. Wir machen jetzt einfach von Gebiet zu Gebiet und ich scheiß drauf, dass wir das eine Ding da holen wollen. Also, das Stutz anziehen und sowas. Schön und gut. Aber ich scheiß da jetzt einfach erstmal drauf und sag, nee, wir machen jetzt einfach von Gebiet zu Gebiet. Das ist wesentlich einfacher. Ich habe sogar Videos, also ein Video damals dazu gesehen, habe dann versucht, das wieder zu finden, das Video, habe aber leider nicht mehr gefunden. Und das ist halt alles ein bisschen blöd. Aber gut. Was haben wir denn? Oh, da war auch irgendwas. Da haben wir auf jeden Fall nur noch jetzt den lilanen Stutz, den ich natürlich auch gerne mitnehme. Weil Money ist Money und Money brauchen wir immer. Vor allem, wenn wir so ein paar Charaktere wieder freikaufen wollen und so. Brauchen wir halt auch immer ein bisschen Geld. Multiplayer haben wir leider auch noch keinen richtig, dass wir dadurch noch Geld bekommen können. Aber ist ja nicht so schlimm. Kommt ja halt alles nach und nach dann, die roten Steine. Da ist der Kollege. Hi. Oh, so viel haben wir gar nicht. Nein, ich will den gar nicht anquatschen gerade. Danke. Okay, der ist halt ein bisschen teuer noch. Das ist halt das Problem, wir brauchen echt viele Stutz. Eigentlich wäre es schlau, wenn wir Multiplayer-Dinger finden. Aber ja. Wo geht er eigentlich hin? Was zeigt er uns hier? Gibt es irgendwie auch eine Abkürzung zu der Stadt? Natürlich nice, weil dann müssen wir nicht immer komplett rum, wobei das ist eigentlich auch schon ganz kurz ist. Wir hätten wahrscheinlich auch hier lang gekommen. Wir gucken mal die Karte an. Was haben wir denn noch hier so? Wir haben hier noch einen. Gehen wir erstmal dahin. Wir gucken jetzt einfach von Gebiet zu Gebiet. Und was ich auch machen werde, ist die Parts nur noch versuchen, allerhöchstens eine halbe Stunde. Weil ich habe einfach gesehen, wie mir das Genick gebrochen hat, dass die Parts so lange sind. Rendern und so kein Problem, das schaffe ich wohl. In einer gewissen Zeit noch und sowas. Aber das Hochladen ist einfach so krank. Ich brauche normalerweise für so ein ganz normales Video, wenn ich das mache und so, sag ich mal, eine halbe Stunde in etwa zum Hochladen. Ach, halbe Stunde, das wäre ein Träumchen. Nee, für ein normales Video, was so 20 Minuten oder so geht, brauche ich im Durchschnitt so 2 Stunden in etwa zum Hochladen. Und ja. Hier hatte ich jetzt das Wunderschöne, dass ich, keine Ahnung, also 2 Stunden werden mir bei YouTube angezeigt, hier 2 Stunden braucht das zum Hochladen. Und das war halt so weit, dass mir das einfach nicht angezeigt wurde, wie lange ich brauche zum Hochladen. Das ist halt nicht so gut, weil das heißt immer, das dauert echt lange. Und ich glaube, ich habe es halt einfach nebenbei mal so hochladen lassen. Aber das hat bestimmt so 4 bis 6 Stunden gedauert zum Hochladen. Das ist ja auch richtig ätzend, dass ich so schlecht Internet habe. Ich würde so gerne besseres Internet haben, weil ich würde auch gerne Livestream und sowas machen, aber das kann ich alles leider nicht. Huch. Hier geht's hoch. Krass. Hier war ich auch noch nicht. Ja, würde ich einfach alles gerne können, aber kann ich nicht. Aus Gründen des Internets. Schlechtes Internet ist halt leider real. Das heißt schlecht, das geht ja eigentlich. 16.000, da ist 16.000 ist jetzt eigentlich nicht so schlecht. So, was mache ich denn mit dem? Oh, ich habe den irgendwas aktiviert mit. Ach, dahinter ist ein Schalter und den habe ich jetzt gerade aktiviert mit dem Ding.
Ah, okay. Und ich muss mir eigentlich mal wieder Screenshots machen, weil ich für die Thumbnails ein paar Bilder brauche. Ich habe jetzt einfach immer alte Bilder genommen, die ich eh nicht benutzt habe. Und ja. Oh, hallo Eule. Da ist schon wieder diese Eule. Was machen diese Eulen? Jetzt mal ohne Spaß. Darf ich mich bewegen? Danke. Ah, bitte Legolas. Droppen die einfach nur Stutz oder was? Für nix sind die da oder wie? What the fuck? Hä? Eule und so. Hä? Ich hab kein Wort gesagt von wegen Alexa. Mein Alexa ist gerade angegangen. What the heck? Ich hoffe mal, dass ich so laut gehört. Alexa? Wie geht es dir? Okay, alles gut bei ihr, was auch immer sie da alles von sich gibt. Sie ist komisch. Ich weiß nicht, was mit ihr heute los ist, aber ja, sie kann ja auch mal die Lebensgeschichte erzählen. Ist ja auch mal was Cooles, ne? Erzählt halt einfach mal die Lebensgeschichte so, keine Ahnung. Kann man ja mal machen, ne? Hä, aber ich habe nur Eule und so gesagt, ich habe noch nichts von Alexa erzählt. Ich darf nicht so laut ihren Namen sagen, sonst kommt sie gleich wieder an. Hä? What the fuck, warum soll ich denn hier fischen? Ich habe da jetzt gefischt und... Ah, da ist ein Schlüssel. Und jetzt? Wir machen mal kurz Extras, die Dinger aus. Das und das hier aus. Weil dann weiß ich, wo ich hin muss für den Schlüssel. Da vorne hin, okay. What the fuck? Fängt einfach an zu quatschen. Was ist los bei dir? Hä? Okay. Irgendwie kann er da drauf nicht hüpfen, also nicht stehen. Er kann das auch nicht. Wie? Was mache ich denn damit jetzt? Aber ist ja auch nichts in der Nähe, was ich kaputt machen kann, von wegen, hey, damit, kann ich denn hier über das Wasser laufen? Hä, mit wem kann ich das denn bitte machen? Kann das Gollum sowas sich da festhalten oder? Nee. Hä? Ich darf ja auch eigentlich noch gar nicht lang. Laut Spiel. Kann ich da einfach um. Warte, habe ich den Schlüssel jetzt noch? Ja, den habe ich noch. Ich kann auch hier hoch, oder? Kann ich die auch abballern? Können wir das? Nix. Ist ja auch schon mal was, ne? Dass das einfach nichts bringt. Das geht auch. Kann ich nicht rein theoretisch hier runterspringen und dann von hier oben da ran? Jawohl. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist, aber gut. Ich habe jetzt kein Problem mit. Hallo, ist ein bisschen dunkel hier. Jawohl. Das alles dafür, okay. Ah, jetzt geht's. Extra, jetzt können wir die ganze Shit hier auch wieder anmachen. Jetzt weiß ich auch, dass es der rote Pfeil ist. Okay, das war ein bisschen weird. Aber wir haben jetzt... Oh, hier haben wir sogar beide. Das ist wunderbar. Dann haben wir in der Stadt jetzt noch ein Ding. So, aber dann gehen wir da hin. Ja, da haben wir auch nichts für, ne? Wir klein. Nee, leider nicht. Ist das hier, wo ich da hoch muss? Das habe ich auch schon mal gemacht, oder? Ich glaube.
Also müssen wir hier irgendwie auch Schutz von legen, oder? I don't know. Ich versuche das da oben, dieses Jump-One-Dings einfach nochmal. Ich meine, ich habe das ja einmal richtig hart verkackt, aber... Ja, vielleicht schaffe ich das ja jetzt. Einfach ein bisschen mehr Geduld muss ich dabei haben. Das ist einfach mein Problem. Dass ich dafür nicht die nötige Geduld habe. Hui. Ich fange schon wieder an. Ja. Hallo? Warum kann ich denn da jetzt nicht hoch? Hallo? Hallo, ich war doch ganz kurz sogar da drauf. Hallo? Oh shit. Hä, das ist ja auch super weird. Irgendwie kann man da nicht so richtig drauf. Okay, jetzt bin ich hier wieder drauf. Jetzt gehe ich hier drauf. Und will da drauf. Jetzt hat es so ein bisschen geklappt. Das ist irgendwie trotzdem ein bisschen komisch. Aber gut, wir schaffen das diesmal, hoffe ich. Okay, ja, das sieht gut aus. Hallöchen, Steinchen. Wunderbar. Einmal wieder die Karte öffnen, danke. Das heißt, hier haben wir soweit auch alle Steine. Eine wird halt auch teuer sein, ne? Wir haben nicht so viel Stutz, ist das Problem. Aber gut, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal das und wir können jetzt das hier als nächstes nehmen, den da. Und porten uns hier hin. Und dann müssen wir nur einmal kurz die Geisterschutz suchen. Da sind sie. Und den finden wir hoffentlich gleich auch den nächsten Stein. Also gerade läuft wieder ein bisschen. Aber das heißt ja nicht unbedingt was. Kann ja auch gleich wieder alles total in die Hose gehen. Hinten sind rote Steine auch, wo ich hin muss noch. Okay. Aber ich finde schade, dass kein Viech gefunden hat, super schnell sein kann oder so. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, da kommen wir auch durch. Warte, brauchen wir nicht hier auch so einen Splatschlüssel für? Ja, ne? Jetzt würde mich ja interessieren. Weil wir hatten ja hier vorne. Konnten wir ja angeln, ne? Und wir haben den jetzt ja benutzt. Kann ich jetzt eigentlich nochmal angeln da? Und den Schlüssel dann nochmal rausholen? Oder ist das nur eine einmalige Sache? Ansonsten ist, wie ist das, wenn ich das Spiel neu starte? Also zum Beispiel kann ich ja nicht angeln. Spiel beenden, speichern und verlassen. Mal gucken. Aber das wäre natürlich super nice, weil dann könnten wir jetzt da den nächsten Sklatschschlüssel für benutzen. So. Natürlich auch geil mit dem Ring da, der da leuchtet so krass. So, Spiel laden. Ja, heute ist sogar der 5.12. Also ein paar hatte ich noch im Voraus, aber das hat halt alles super lange zum Hochladen und so gedauert, deswegen... Das ist alles ein bisschen blöd gewesen. So, Karte ansehen. Dann wollen wir noch weiter nach oben. Und zwar dahin. Jupp. Es wäre so schön, wenn es einen schnellen Charakter gibt, ne, mit dem man rumlaufen kann. Aber leider weiß ich da keinen. Leider weiß ich da keinen. Wenn ich das jetzt wieder kaputt machen, kann ich dann nicht eigentlich rein theoretisch wieder mit einem hier angeln? Jawohl! Ja, du hast gerade keine, ich weiß. Aber wir haben einen dabei, Kollege. Das finde ich ein bisschen schade, dass die nicht automatisch wählen. Oder dass sie sagen, hey, willst du jetzt nicht irgendwas auswählen? So. Und? Okay. Jetzt muss ich halt irgendwie erst warten, bis der wieder sichtbar ist. Was ein bisschen komisch ist. Was echt ein bisschen komisch ist. Jetzt ist er sichtbar. So. Ich will immer M drücken, ne? Das ist voll schlimm.
So, dann porten wir uns hier hin und gehen da lang. Jo, habe ich mir sogar echt gemerkt. Krass. Habe ich den Schlüssel jetzt noch? Nee, ne? Du hast den auch nicht mehr. Gib mir den noch. Oh, echt jetzt? Man darf sich also mit Gegenständen nicht porten. Verstehe ich das gerade richtig? Okay, das ist natürlich blöd. Das sollten wir ändern. Oh Mann. Aber gut, wir konnten natürlich jetzt auch ein bisschen tricksen und haben uns halt nochmal so einen Skelettschlüssel dann gecheatet, ne? So. Oh, hier kommen wir nicht rein. So, wir markieren uns das hier. Und porten uns jetzt hier hin, holen den Schlüssel gerade eben und dann gucken wir, wo wir da entlang müssen. So. Du kannst schon mal hier wieder eine Angel ausrüsten. Weil die brauchen wir gleich, habe ich gehört. Hey, der Stein ist wieder da. Okay. Finde ich blöd, dass wir jetzt so wieder warten müssen, ne? Weil der ja irgendwie blöd ist, das Ding. Das ist ja irgendwie alles blöd. Aber gut, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wir haben ja schon gut gecheatet, dann schaffen wir das jetzt auch noch. Weil das bleibt halt, speichert halt trotzdem den Fortschritt, was ziemlich cool ist. Was ich ja erst immer dachte, hä? Gib mir. Gib mir den Schlüssel. Gib mir. Okay, so, wir haben ihn jetzt und jetzt müssen wir da zu Fuß hinlatschen. Leider Gottes, aber gut. Ja, müssen da jetzt einfach durch. Einfach da durch. Was ist das Wort, ist hier durch die Tür. So. Wollen uns aber eben nochmal gerade hier den fetten Stutz. Der bietet sich halt immer super gut da an. So. Dadurch kann ich aber nicht. Das ist ein bisschen blöd. Komme ich da gar nicht anders hin? Komme ich hier durch? Nee. Das ist gerade ein bisschen suboptimal. Komme ich denn da lang? Ja, da hinten braucht man den ja auch. Aber da hinten, das haben wir ja schon. Er kann hier außen rumlaufen, oder? Das sieht gut aus. 500.000! Ja, ich würde dich gerne haben, aber du bist mir ein bisschen zu teuer. Was komme ich denn jetzt hier außen rum? Ich meine, wir können doch auch da hinten hin, ohne da uns hin supporten, oder? Oder? Nee. Ja, wir müssen uns ja schon porten. Das heißt, wir müssen echt hinten irgendwo einen Stein finden. Und das ist natürlich echt blöd. Wir haben ihn noch, wir haben ihn noch, wir haben ihn noch, wir haben ihn noch. Wupp, wupp. Okay, warum hatten wir denn vorhin den nicht beim Porten? Ich weiß es nicht. So, öffne dich, geh weg. Lass mich da ran. Darf ich? Danke. Jawoll. Da haben wir jetzt wieder was bekommen. Sehr schön. So, wo haben wir denn den nächsten Stein? Da oben haben wir einen. Hier oben haben wir voll viel, ne? Da müssen wir da irgendwo noch einen Portpunkt für haben, oder? Ich meine, kann ja nicht sein, dass wir da jedes Mal so mega weit laufen müssen für. Das kann ja irgendwo nicht sein. Wäre auf jeden Fall ein bisschen komisch, wenn wir echt jedes Mal so weit laufen müssen. Warum läuft der so komisch, Alter? Du bist ja komisch. Warum will ich das machen? Ich weiß es nicht, aber ich will das machen. Ich weiß nicht, inwiefern mir das was bringt. Aber ich mach das einfach mal. Okay, ich bin jetzt... Ah, weil ich da außen rum gekommen bin damit. Ja gut. Da brauchen wir einen starken Charakter für, das ist gar kein Problem. Ich will gerade eben erst... Da brauchen wir Gimli.
Da brauchen wir auch Gimli. Du musst mal gerade ein Gimli werden. Das ist ja kaputt. Das bringt mir jetzt nichts. Dich nehmen und da oben gegenwerfen. Hallo? Und bam. Ja, wunderbar. Jetzt mich raten. Jetzt machen wir da unten mit der Schaufel. Buddeln wir das. Wo ist Gimli hin? Glaub, wir haben, na, da ist er. Wahrscheinlich haben wir verloren. Ja. Okay. Zack. Wunderbar. Jetzt haben wir den auch schon. Das ist so gut, dass man da ein bisschen cheaten kann und dann mit den, wo man, also den, Guckpfeilen, Dingsgedöns, sich bewegen kann. Wir brauchen wahrscheinlich dafür wieder den Starken. Und wir nehmen dafür. Er war auf jeden Fall stark, ne? Ja. Ist halt immer ein bisschen überlegen. Ist ein Nachteil, wenn man. Was mit den Dingern? Ja, ich brauche mal kurz Legolas. Okay, ist einfach nur zum Abschießen da oder was? Okay, man hat da nicht eins von 10.000, das ist okay. Wo sind wir hier, Alter? What the heck? Okay. Warum soll ich hier lang klettern wollen? Ah, weil da ein Stein liegt. Okay. Warum ist der eine Stein hier andersfarbig? Bringt mir das was? Kann ich damit was bauen? Nee, ne? Nee, sehr schön. Okay, jetzt wird's lustig, weil ich muss das Ding treffen. Uah, jawohl! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier eins von 10 oder so. Nee, einfach nur so zum Töten. Okay. Hallöchen. Wo auch immer wir jetzt sind. Hi. Erstmal abschießen. Achso, wir müssen wieder besiegen, bevor wir dich kaufen können. 200.000, ey, was einer. Eine Macke hast du doch hier. Mann, Mann, Mann. Dass wir mal so viel Geld haben wollen, ne? Aber es gibt ja auch ein paar, Codes, sag ich mal. Es gibt ja irgendwie auch, bei Charakter und so, es gibt ja diese Codes, wo, was man eingeben kann, um einen Charakter freizuschalten. Die kann man natürlich auch benutzen, will ich aber nicht. Hallo, kannst du mal dich verziehen? Wenn du mich jetzt die ganze Zeit auf den Sack gehst hier. Nein, ich will nicht den Berserker, ich brauch den Zerstörer, ne? Oder war es der Berserker? Ja doch, der Berserker war das, glaube ich. Kann ich da jetzt gerade eh drauf machen? So, einfach nur, damit ich das abwerfen kann. Okay. So, habe ich den? Jawohl. Oh, wunderbar. Jetzt müssen wir noch irgendwie da hochkommen. So, also kurz wechseln auf Legolas wieder. Oh, hi. Oh, ein von 10 Skeletten. Nee, einfach nur so einer. Na super. Na super. Einmal die Schaufel bitte. Danke. Da ist eine Liane oben rechts im Bild. Die finde ich gerade so noch. Okay. Aber ich muss wahrscheinlich das da auch gerade kaputt hauen hier. Das ist auch irgendwie noch eine Wand oder so, wo man drauf kommt. Alter, was kommt denn hier raus an Money? Jawohl. Da machen wir Gollum für. Das sollte auch kein Problem sein, den haben wir auch am Start. Ah, da oben haben wir was, okay. Hi. Hast du von dem Mithril Stutthammer gehört? Man sagt, es sei eine Waffe, mit der man Feinde zu Stutz schlagen kann. Ich zeige dir etwas, womit du Minikids aufspüren kannst, wenn du mir einen schmiedest. Okay. Haben wir den zufällig? Glaube nicht, ne? Hast du von dem? Okay, ne.
Schade, aber ich glaube, den haben wir schon als Blueprint. Ich bin mir da unsicher. Boah, ich habe mir gegen die ganzen Steine hier auf den Sack, ne? So. Oh, Gott. Oh. Alter. Jetzt aber. Nein. Warum denn auch? Ah, man sieht da aber auf dem Boden, wo ich in etwa hinspringen muss. Bringt mir aber trotzdem nichts, weil ich dazu echt zu inkompetent bin. Ich würde gerne hochklettern weiter. So. Okay. Nein, das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Lässt er da einfach los, Alter? Ich glaube, es hackt. Was ist denn, wenn ich hier hinspringe? Sollen wir nur ein paar Stütze sammeln oder was? Ich glaube schon. Okay. Oh, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Da waren halt echt nicht so viele, dass ich sage, ey, das hat sich so krass gelohnt hier hoch. Jetzt muss ich halt erst wieder da an die blöde Liane rankommen. Komm, gib Schwung, Junge. Gib Schwung. Gib alles. So. Okay. Balancieren. Und trinken. Jawoll. Sehr schön. Haben wir jetzt hier alles? Also alle Steine, die wir hier kriegen können? Karte ansehen. Jein. Da ist noch einer. Ah, das ist also nur bei Nacht verfügbar. Okay, dann muss den ganzen Weg da nochmal hinlaufen. Nur bei Nacht. Okay. Dann machen wir das halt nochmal. Wir machen das Gebiet da hinten auf jeden Fall noch kurz zu Ende. Und dann war es das mit dem Part. Dann sind wir, denke ich mal, gut so bei den 30 Minuten, die ich mir dann einhalten wollte jetzt. Weil, wie gesagt, sonst alles lange wird und das blöd ist und Internet und so. Dann wäre das kein Problem. Wenn ich besser Internet hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auch streamen hier. Würde ich das wahrscheinlich normal durchspielen, das Lego-Spiel, und dann streamen. Weil das wird viel mehr Spaß machen, weil dann seid ihr dabei. Und dann könntet ihr mir helfen, ein paar Sachen zu finden. Okay, ich brauche einen anderen Charakter. Okay, das war fast gut. Bis darauf, dass ich gestorben bin. Hallo, kannst du bitte die Skorpione da hauen? So. Haben wir noch einen da? Sehr schön. So, wunderbar. Sollten wir jetzt alle haben, oder? Na gut, die Leute können wir uns natürlich jetzt nicht kaufen. Das ist ja ganz klar. Aber das haben wir hier oben schon mal. Also gut, so weit ist der Weg jetzt auch nicht. Das heißt, das hier wird wahrscheinlich der nächste dann werden. Den wir uns holen. Werden wir natürlich von hier aus dann machen. Klar, wir haben auch noch die Level und so, die wir machen müssen. Aber dafür würde ich, glaube ich, erst den irgendeinen Schutzmultiplikator haben. Selbst wenn das nur der 2 oder so ist. Dass wir da auf jeden Fall wesentlich einfacher rankommen. Weil das schon manchmal knapp ist und so. Und dann mit Multiplikator ist es halt wesentlich safer, dass man da die Level ohne Probleme schafft. Weil an sich haben wir alle Charakter, um diese Level zu schaffen. Aber ich würde trotzdem gerne einen Multiplikator, dass wir auf jeden Fall wahre Abenteurer schaffen. Weil da habe ich jetzt nicht so die Lust, dass das dann nicht so ganz klappt. Oh, der kann ja sogar durchlaufen. Ich dachte, der ist vielleicht zu klein dafür. Hätte ja auch sein können. Also sind wir schon fast in der Elfenwelt, sehe ich gerade. Das ist ja auch schon was. Das ist ja eh dann das nächste Gebiet an sich, das wir machen wollen. Das sollte ja nicht das Problem sein. So, wo haben wir denn jetzt diesen einen? What the heck, wie weit muss ich denn dafür? Willst du mich verarschen? Hallo? Ich hoffe übrigens, das Teleportieren klappt immer mit Items, weil dann könnten manche Aufgaben recht einfach sein. Hoffe ich einfach mal, dass das geht. Wo schickt er mich denn lang, Alter? Ich wollte jetzt eigentlich noch gucken, ob ich mal vielleicht die eine Aufgabe noch machen kann.
für Ende des Partys und so, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin ja schon fünfmal vorbei, oder? Wo schickt der mich dann bitte lang? What the heck, ist das ein scheiß Ernst? Hä, das ist doch einfach nur hier runter. Ja. Ich muss mich da schon wieder lang schicken, Alter. Warte, da ist das Level, ne? Hier geht das zum Level. Ja gut, dann heißt es, wir müssen da so lang. Das ist doch lächerlich, Alter. Wenn ich mich lang schicken will hier. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt hier. Ist das die eine Höhle sogar, die ich das einmal brauchte? Okay, was ist das für eine Höhle? Warum ist die hier? Ist das einfach nur ein Shortcut? Ich weiß es nicht. Ich wollte keinen Lutz haben. Ich wollte dir den Berserker. Achso. Okay, wo bin ich hier? Und was genau will ich hier? Echt nur eine Abkürzung, oder? Ja, dahin. Aber ich wollte ja nicht dahin. Oh Mann. Part wird schon wieder länger, als ich wollte. Aber ich will den einen Punkt da noch angucken. Irgendwo hier sein soll, glaube ich. Wenn ich richtig liege. Oder? Ist das hier vielleicht? Ja, circa genau hier. Brauchen wir eine Kurbel für. Kurbel. Glaube ich weiß, wo wir eine Kurbel herbekommen haben. Ich glaube, hier war das, oder? Ich glaube, hier kriegt man eine Kurbel her. Ja, fast. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch. Oder? Wir brauchen mal die Paddle-Dinger. Das haben wir auch schon gemacht. Da hinten brauchte man, glaube ich, nämlich eine Kurbel. Und die hat man, glaube ich, auch hier irgendwo herbekommen. Ist das hier rausgekommen? Nee. Hier? Ich meine, hier irgendwo ganz in der Nähe gab es wirklich da eine Kurbel. Konnte man die hier nicht angeln? War da nicht was? War das nicht so, dass man die hier angeln konnte? Ich meine, dass man hier angeln konnte. So. Oh nein, das war das Falsche. Aber gucken wir mal ganz kurz. Falls hier keine Kurbel gibt, dann gibt es halt keine. Dann machen wir das nicht. Ja, jetzt holen wir uns den einen Stein da noch. Seine Kurbel gewesen. Nein, das ist ein Skelettschlüssel, oder? Was ist mit den Schlüsseln los? Das ist ohne Spaß. Warum sind die so kacke? Warum wollen die nicht gezeigt werden? Ja, es ist ein Schlüssel. Da haben wir auch ein paar Sachen für den Schlüssel. Da oben ist noch irgendwo was. Da hinten, das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Ach man, das ist alles blöd hier. Will ich da jetzt echt noch hinten hinlaufen? Oh, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich ehrlich gesagt da nur nicht so die Lust zu. Ich weiß auch nicht, wie weit das da hinten ist. Wie weit weg das ist. Noch sehe ich da nämlich nichts. Bestimmt hinter dem Fluss. Ja. Und da komme ich wahrscheinlich so einfach nicht hin, ne? Oder kann ich jetzt lang links rumlaufen? Wo kommt der Kollege denn her? Hi. Ja, den kaufen wir dich mal eben gerade. So toll bist du mich nicht. Da brauchen wir gleich auch nochmal eine Kurbel für, oder? Sieht so aus. Oder man wird eine rausbekommen, das kann auch sein.
Oh mein Gott, ist das weit weg. Hätte ich das gewusst, wäre ich da nicht hingelaufen. Aber gut, wir haben es jetzt gemacht und dann ziehen wir das jetzt noch bis zum Ende durch. Dann holen wir uns das Ding jetzt halt einfach eben gerade. Jawohl. Haben wir nochmal einen Stein bekommen. Ist auch immer was. Aber gut, dann würde ich sagen, falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Ja, ich werde dann noch eine Kurbel suchen, dann werden wir da hinten dann weitermachen, wenn ich eine Kurbel gefunden habe. Und das werden wir aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich recht fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat und so, wisst ihr Bescheid. Bis dann, euer kleiner Top-Täuscher und bye bye!